Schönen guten Abend, meine Damen und Herren, zu der Tag. Ja, die Zeit, die wird knapp für Jamaika. Gestern haben die Sondierer ein zentrales und besonders umstrittenes Thema, nämlich die Migration und die Flüchtlingsfragen, einfach mal zurückgestellt, weil keine Zeit mehr verblieb. Denn die Diskussion um das Thema Verkehr, die dauerte doppelt so lang wie geplant. Einen weiteren Zeitverzug, den darf es eigentlich nicht geben, denn morgen Abend finden die entscheidenden Gespräche zum Abschluss der Sondierung statt. Ein kurzer Gruß und doch kein Wort. Bundeskanzlerin Merkel am Morgen auf dem Weg zur Sondierung. Andere reden und lassen mit ihrem Tonfall erkennen, dass mitunter bei den Gesprächen Welten aufeinanderprallen. Wir sind da nicht im Stuhlkreis der grünen Jugend, sondern wir müssen natürlich auch schauen, dass wir das umsetzen, was uns die Bürgerinnen und Bürger als Auftrag gegeben haben. Humanität zum einen, aber Ordnung, Steuerung und Begrenzung zum anderen. Im Kern geht es um den Familiennachzug für Flüchtlinge mit eingeschränktem Schutzstatus. Es geht um die Möglichkeit, Ehepartner und Kinder nachzuholen. Dieser Familiennachzug ist bereits für 2 Jahre bis März 2018 ausgesetzt. Die Union will, dass das auch dauerhaft so bleibt. Die FDP liegt im Wesentlichen auf Unionslinie. Familiennachzug müsse auf wenige harte Fälle beschränkt werden. Für die Grünen ein Unding. Der Nachzug von engsten Angehörigen müsse wieder möglich sein, damit Integration gelinge. Es kann doch nicht so schwer sein, über relativ überschaubare Zahlen zu reden, wenn es darum geht, dass Kinder nachziehen können, wenn es darum geht, dass Frauen nachziehen können. Doch die Zahlen sind schwer überschaubar. Migrationsforscher gehen von rund 60.000 Familienangehörigen aus. Die Schätzungen der Union liegen deutlich höher. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag soll nun die große Entscheidung fallen. Jamaika-Koalitionsverhandlungen, ja oder doch nein. Ja oder doch nein, Erhard Schärfer in Berlin weiß das viel genauer. Und wir alle warten, so haben Sie uns eben gesagt, auf möglicherweise Statements in wenigen Minuten. Da werden wir natürlich sofort draufgehen. Ich versuche mal hinter Ihnen zu sehen, ob wir schon was sehen können. Aber noch mal zur Frage zurück, wird die Zeit denn für Jamaika knapp? Also fangen wir mit der Frage an, die Sie zuerst gestellt haben. Es wird hier hinter mir mutmaßlich keine Stellungnahmen geben. Das sagen uns die Sprecher vieler verschiedener Parteien, die hier beteiligt sind. Es gibt möglicherweise ein paar Äußerungen, wenn der eine oder andere dieses Gebäude hier verlässt. Aber offizielle, also richtige Ergebnisse der heutigen Beratungen, offizielle Stellungnahmen wird es hier sicherlich nicht geben an den Mikrofonen, die Sie da im Hintergrund sehen. Und dann zu Ihrer zweiten Frage. Ja, natürlich, das wird extrem knapp. Diese Zeit. Man sitzt hier beispielsweise seit 21:45 mal wieder zum Thema Klima und Energie. Da ist mutmaßlich nicht so wirklich viel zu bewegen von dem, was die Sache schwierig macht. Also beispielsweise der Frage, wie viele Kohlekraftwerke wann abgeschaltet werden müssen, um eine bestimmte Reduktion an CO2-Ausstoß zu erreichen. Da gibt es nach wie vor Unklarheiten über die Datenbasis. Wir haben es eben in dem Beitrag gesehen bei einem ganz anderen Thema, nämlich beim Familiennachzug. Im Moment wird gestritten, wie viele Menschen könnten da überhaupt zusätzlich nach Deutschland kommen. Auch da höchst unterschiedliche Sicht- und Herangehensweisen. Also da fehlt teilweise noch die Grundlage für das, was man hier entscheiden will. Und das sind nur zwei, wenn auch sehr besonders plakative Punkte. Und darüber hinaus gibt es sehr, sehr viele andere, die noch offen sind. Zum Morgen, da wird man dann etwas mehr Zeit haben, als es häufig berichtet wird. Denn die verschiedenen Delegationen werden morgens schon zusammenkommen und intern beraten und sich nochmal abstimmen über die Ziele, die sie und die Forderungen, die sie nach wie vor haben. Und um 13 Uhr geht es dann in die Verhandlungsrunden weiter. Und um 18 Uhr soll dann die große Runde zusammenkommen und dann wird es wirklich ernst. Also ein paar Stunden sind also noch, aber Sie haben recht, die Zeit ist völlig knapp. Und da hilft es auch nicht, wenn die Atmosphäre ein bisschen angegriffen ist, wie das in diesen Tagen hier spürbar und auch sichtbar geworden ist. Gegenseitige Vorwürfe, dass man sich blockiere, dass man das Ganze nicht voranbringe. Einer, der da ganz weit vorne ist bei diesen Vorwürfen an einem der Verhandlungspartner, das ist der Vorsitzende der CSU-Landesgruppe, Alexander Dobrindt. Wir hören uns mal an, was er heute gesagt hat. Die Grünen gehen mit Forderungen in solche Verhandlungen, die jenseits von Gut und Böse sind. Wenn man diese von
Ministerpräsident Kretschmann benannten Schwachsinnstermine 2030, Abschalten des Motors, des Verbrennungsmotors als Kompromissangebot auf einmal anbietet, dann sieht man, was da für Mondforderungen teilweise im Raum stehen. Das kann man nicht wirklich ernst nehmen und deswegen kann man den Grünen nur empfehlen, mit ihren Forderungen, die teilweise aus der uralten Mottenkiste der grünen Geschichte stammen, sich davon zu befreien und ernsthaft bei diesen Themen wie bei der Mobilität zu verhandeln. Und das ist im Moment eines der Kernprobleme, dass hier neben den Inhalten, nach den Schwierigkeiten bei den Inhalten zusammenzukommen, immer mal wieder thematisiert wird. Das sind diese atmosphärischen Störungen, das sind diese sehr pointierten, so wie ich es mal vorsichtig und einigermaßen neutral beschreiben, Worte von Alexander Dobrindt in Richtung der Grünen gewandt. Er hat das ja in den vergangenen Tagen immer mal wieder gemacht, hat die Forderungen insbesondere aus den Reihen der CSU sehr deutlich und sehr intensiv bekräftigt und wenig Signale gegeben, dass man hier möglicherweise auch bei schwierigen Themen zusammenkommen kann. Das hat den Grünen, zumindest einem Grünen, heute ausgesprochen mal gereicht. Und dann hat er eine Art Wutausbruch hier gehabt, heute im Jakob-Kaiser-Haus am frühen Abend, nämlich der baden-württembergische Ministerpräsident Kretschmann, der dann auch mal geschimpft hat in die andere Richtung. Und auch das haben wir für Sie vorbereitet. Entweder verhandelt man, dann verhandelt man und lässt pauschale Angriffe auf andere Seiten mal beiseite, und zwar radikal. Oder ich werde den Verdacht nicht los, dass diese Herren das gar nicht wollen, dass hier konstruktiv und erfolgreich verhandelt wird. Dann sollen sie es sagen. Der baden-württembergische Ministerpräsident und Grüne Winfried Kretschmann, ziemlich sauer und ziemlich auch angefressen von den Angriffen gegen die Grünen, so wie er es eben beschrieben hat. Und versucht man sich hier hinter den Kulissen wieder zusammenzuraufen und dann auch wieder sich mit den Punkten zu beschäftigen, die man hier noch wegarbeiten muss. Und das ist eine ganze Menge. Und selbst wenn man bei den verschiedenen Bereichen sich näher kommen sollte, ist ja da immer noch das große Problem, wie bezahlen wir das Ganze eigentlich? Da steht ja im Raum unter anderem die Forderung der FDP, den Solidaritätszuschlag abzuschaffen, möglicherweise in Stufen, aber dann bis zum Ende dieser Legislaturperiode dann vielleicht auch komplett. Da würde jede Menge Geld fehlen für viele Projekte, die hier vorgesehen sind. Und mein Kollege Gerd-Joachim von Fallower hat deshalb mit Jürgen Trittin heute Nachmittag über die Frage gesprochen, wie finanziert sich eigentlich das, was hier im Moment im Raum steht und wie schwierig ist das zu finanzieren, wenn es den Solidaritätszuschlag nicht mehr gäbe. Herr Trittin, die Finanzen spielen ja heute auch eine wichtige Rolle und sind natürlich auch wichtig für die Jamaikaner. Die Wünsche, die man so zusammengetragen hat, waren an die 100 Milliarden. Wie viel Geld hat man denn? Ich glaube, wenn man die freie Spitze betrachtet, haben wir die nächsten 4 Jahre ungefähr 37 Milliarden Euro zur Verfügung. Da ist noch nicht eingerechnet Überschüsse aus der bisherigen Finanzplanung, die man hat, weil die nicht gebunden sind. Und da ist auch nicht drinne die Frage, was kann man eigentlich einmalig durch den Verkauf von Telekom-Aktien oder Post-Aktien oder durch die Versteigerung von Mobilfunklizenzen einnehmen. Dennoch würde ich sagen, wenn man diese 37 mal als die Hausnummer nimmt, dann steht uns noch ein Prozess der Priorisierung der Ausgabenwünsche bevor. Und eines kann ich aber heute schon sagen, wenn man 4 Jahre 36 Milliarden hat, also im Prinzip pro Jahr 9, dann hat man kein Geld, 20 Milliarden jedes Jahr für den Soli auszugeben. Oh, das ist aber sehr misslich, denn die FDP hat ja gar nicht so wahnsinnig viele Forderungen, ist sehr kooperativ, wie wir hören, in vielen Politikfeldern. Aber der Soli ist natürlich ein Herzensanliegen, vor allen Dingen keine Steuererhöhung. Würden Sie sagen, letzteres zumindest könnten Sie dann auch sehen? Ja, man muss sich immer entscheiden, was man will. Wenn man in einem gemeinsamen Finanzpapier anstrebt, über 4 Jahre keine neuen Schulden zu machen, das ist ja ein Anspruch, der übrigens auch über die Legislaturperiode hinausreicht, dann muss man sich überlegen, wenn man solche Entlastungen will, wie man sowas gegenfinanziert. Dieser Gegenfinanzierungsvorschlag harren wir noch. Schauen wir mal auf die CSU und die Grünen. Da hat es sich ja gestern wieder mal stark verhakt beim Verkehr. Und man hat von außen auch so ein bisschen den Eindruck, dass es da auch viele persönliche Animositäten gibt. Wie schätzen Sie denn die Situation mit der CSU ein? Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob die CSU wirklich entschieden hat, ob sie diese Regierung will oder ob sie platzen will. Und das scheint der Grund zu sein, warum weder im Verkehrsbereich noch im Fluchtbereich das, was in anderen Bereichen durchaus möglich war, Außenpolitik, Europa, bei der Frage Sozialpolitik,
aus schwierigen Positionen die eine oder andere tragfähige Gemeinsamkeit rauszukristallisieren, warum das in diesen zentralen Bereichen nicht gelingt, sondern einfach nur Beton angerührt wird. Jürgen Trittin im Gespräch mit Gerd-Joachim von Fallor. Heute Morgen war das Thema Europa und da ist auch noch vieles offen und vieles noch nicht zu Ende besprochen. Beispielsweise die Vorschläge, die der französische Staatspräsident Macron gemacht hat dieser Tage. Darauf hat reagiert im Zusammenhang mit den Sondierungen Christian Lindner heute Mittag. Beim Thema Migration haben wir uns nochmal genau angesehen, wo die Unterschiede liegen. Es ist aber zur Stunde noch nicht gelungen, eine gemeinsame Brücke zu begehen. Ich habe auch hier wieder eine beeindruckende Bereitschaft bei der CSU gesehen, auch Anliegen beispielsweise der Grünen ernst zu nehmen und aufzunehmen. Das tut der Gesprächsatmosphäre gut, diese Offenheit der CSU. Aber in der Sache ist dort noch nichts erreicht. Die FDP will ja ein System geordneter Einwanderung nach Deutschland und insbesondere dafür sorgen, dass die Zahlen sich auch reduzieren, sich orientieren an der Integrationsfähigkeit in unserem Land. Und aus diesem Grund halten wir ja den Familiennachzug gegenwärtig für nur auf Einzelfälle bezogen möglich und befürworten die weitere Aussetzung dieses Instruments, solange und soweit wir nicht beim Wohnraum, bei den Schulen und so weiter, bei der Rückführung von illegalen Fortschritte erzielt haben. Das hat nichts mit Hartherzigkeit zu tun, sondern einfach mit Verantwortung und der Wahrnehmung, was die Mehrheitsmeinung der Bevölkerung ist. Da darf man hier in der Politik auch mal drauf Rücksicht nehmen, was eigentlich die Leute wollen. Wir sind überhaupt nicht gegen die Abschaltung von Kohlekraftwerken. Im Gegenteil, was möglich ist, sind wir bereit zu tun. Nur die Möglichkeit bestimmt nicht feste Wollen, sondern nüchterne Zahlen, die sich aus physikalischen Gegebenheiten zeigen und ergeben. Und es gibt ja einen Vorschlag, 3 bis 5 Gigawatt Kohlestrom abzuschalten. Das ist das, was die Experten, also nicht Politiker, sondern Experten sagen, was unser Netz verkraftet. Und das ist den Grünen bislang noch nicht genug. Ich halte das schon für ein extrem großes Entgegenkommen, insbesondere der CDU an die Grünen. Christian Lindner in diesem Fall zum Thema Energie, das ja gerade hier noch besprochen wird und davor auch zum Thema Migration. Leider nicht zu dem Thema, was ich Ihnen angekündigt hatte, aber auch dazu hat er sich geäußert und dazu eben auch gesagt, es ist auch dies ein nach wie vor schwieriges Feld. Da hat die FDP noch sehr viel eigene Vorstellungen. Michael. Herr Schäfer, nun wissen wir alle, dass der Druck, der entsteht dadurch, dass man sich morgen einigen will. Und Sie haben ja bei der ersten Schalte heute schon gesagt, morgen Nacht einigen will, also quasi übermorgen spätestens einigen will, manchen Kompromiss dann doch noch wieder möglich macht. Ist das, was wir gestern, heute erleben, mit auch Verschiebungen, so ein bisschen so in die Gesamtdramaturgie mit einzuführen? Ich denke schon, dass wir da jetzt eine gewisse Dramaturgie haben und die wird ihren Höhepunkt erreichen. In der Tat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, vielleicht auch ein bisschen eher. Vielleicht wird es gar nicht so spät, wie wir hier alle befürchten, aber rechnen wir einfach mal damit. Das spielt auf jeden Fall eine Rolle, denn alle Unterhändler werden hier ihren Parteien zeigen wollen, dass sie bis zur letzten Möglichkeit darum gerungen haben, möglichst viel aus dem eigenen Parteiprogramm, aus dem eigenen Wahlprogramm in diesen Sondierungen umzusetzen. Das ist die eine Ebene, die Dramaturgie. Auf der anderen Seite, man darf eines nicht vergessen, hier sind 4 Parteien, die noch nie zusammengearbeitet haben in dieser Form. Die haben sehr unterschiedliche Vorstellungen in vielen Bereichen. Und da gibt es beispielsweise die Grünen, die eine Bundesdelegiertenkonferenz haben am Samstag in einer Woche, auf der die Grünen liefern sollen, wo also klare Ergebnisse schon sein sollen, weit mehr als das, was normalerweise bei Sondierungen besprochen wird, sondern erst am Ende von Koalitionsverhandlungen. Das wird jetzt hier schon vorgezogen. Hier wird vieles bis ins Detail besprochen, haben wir gehört. Und so bestimmt also Inhalt auf der einen Seite, wie es ein Unterhändler heute Abend uns gesagt hat, auch Taktik zu einem ganz wesentlichen Teil das, was hier im Moment passiert. Und das dauert dann eben einfach ein bisschen länger, als man das unter Umständen und auch wir bisweilen gerne hätten.